Hallo Leute, ich habe gehört oder gelesen von einem der Zuschauer, dass es nicht mehr möglich ist, Kithrak Foss das Schwert abzunehmen, das Schwert der Astralebene, das man natürlich unbedingt haben möchte. Ich habe jetzt verschiedene Sachen versucht, einmal so wie ich es in dem Guide gezeigt habe mit Schattenherz über den Befehlszauber, aber die Chancen sind da sehr gering nach wie vor. Die liegen gerade mal bei so ja, 16% jetzt, wo sie Level 5 ist, glaube ich. Mit Level 4 war es glaube ich nur 12%, also ist sehr gering. Taschendiebstahl habe ich schon gecheckt. Er hat das Schwert nicht in der Tasche, denn derjenige, welcher erzählte halt, dass Kithrak Foss, wenn du ihn jetzt Befehlszauber aufdrückst, dass er statt das Schwert immer nur eine Armbrust fallen lässt. Der Gute hier unten. So. Deswegen gibt es jetzt eine Alternativmöglichkeit, die ich jetzt mal eben getestet habe, womit ich das vorhin hingekriegt habe, das Schwert zu droppen. Wahrscheinlich benötigt es jetzt auch wieder mehrere Anläufe, aber der Hergang ist wie folgt. Ich benutze Gale. Gale ist hier in dem Fall Level 5 und hat den Fluchzauber oder die Furchtzauber in dem Fall. Nicht Fluch, sondern Furcht. Den gibt es auch als Schriftrolle, das heißt, ihr könnt den auch mit irgendjemand anderen anwenden. Ihr müsst natürlich nur einen passenden Händler finden, der diesen Zauber gerade auf Lager hat. Und dann, oder ihr findet den halt irgendwo anders, dann könnt ihr das damit versuchen. So, damit ich jetzt zu den Jungs hier unten rankomme und das machen kann, läuft die Geschichte wie folgt ab. Ich nehme einmal einen Trank der Geschwindigkeit zu mir. So, dann kann ich mich bis hier unten hin bewegen, dann bin ich nah genug dran mit Gale. Der gute Gale wird sich opfern für diese Wohltat, uns das Schwert zu besorgen. So, jetzt stehe ich hier und bin dann in Reichweite für den Furchtzauber. Und jeder, der davon erwischt wird, kriegt halt verschiedene Dinge ab. Und zwar muss er das Ziel, die Ziele lassen alles fallen und sind verängstigt. Sie sind bei Attributen sowie Angriffswürfen im Nachteil und so weiter und so fort. So, weil das wahrscheinlich mehrere Anläufe benötigt, mache ich jetzt einmal einen Zwischenspeicher. Ja, und dann hauen wir raus. So, und da liegt das gute Schwert. Da ist es. Da liegt das Schwert der Astralebene. Wunderschön. Das geile Gerät. Jetzt kann es natürlich sein, dass das jetzt hier ein alter Spielstand ist, den ich geladen habe. Und dass wenn ich ein neues Spiel starte und insbesondere ein Heroic-Mode, dass das Schwert nicht gedroppt wird. Weil die da was geändert haben. Im Heroic-Mode zum Beispiel, dass du dann ja nur eine dämliche Armbrust kriegst oder so. Wobei, wenn der Kollege Heroic-Mode gespielt hätte, hätte er gar nicht laden können. Aber jetzt hier in den Dingsmodus geht's. Normalerweise ist es ja auch so, dass die letzten Updates und so weiter haben sich auch auf die gespeicherten Spielstände ausgewirkt. Deswegen ist es gut möglich, dass nach wie vor mit der Methode hier das Silberschwert der Astralebene zu ergattern ist. Aber ob das wirklich der Fall ist, das könnt ihr nur selber prüfen. Und jetzt einen ganz neuen Spielstand starten wollte ich jetzt nicht, deswegen habe ich einen alten genommen. Es kann also wie gesagt sein, dass das nicht funktioniert. Aber das ist jetzt eine Möglichkeit, das zu machen, indem ich halt den Furchtzauber anwende. Ansonsten dürfte es mit Befehl eigentlich auch gehen, aber wenn es wie gesagt wurde oder wie mir berichtet wurde, nicht mehr das Schwert ist, das gedroppt wird von Kithrak Foss, sondern eine Armbrust. Ja, dann, weil sonst Armbrüste droppen nur die Jungs hier vorne. Das sind halt andere. Sie hatte noch ein Schwert, ja, sie ist jetzt verängstigt. Die gehen alle, aber die anderen hier, beziehungsweise diese Person hier hat auf jeden Fall eine Armbrust. Und diese Person hier hat auch eine Armbrust, genau. Aber Kithrak, der stand ja hier, der hat jetzt hier wieder das wunderbare Schwert fallen lassen. Ich habe es nochmal getestet, um zu gucken, wie der Sachstand ist. Bei mir funktioniert es jedenfalls nach wie vor. Aber wie gesagt, alter Spielstand. Ich wünsche euch trotzdem viel Erfolg bei der Geschichte, dass ihr nach wie vor die Chance habt, hier direkt am Anfang oder im mittleren oder ja doch, es ist noch der Anfang in diesem Spielverlauf, das geniale Schwert zu bekommen. Aber naja, nicht so geil, wenn das Schwert nicht mehr gedroppt wird. Ich hoffe, es funktioniert bei euch. Ich drücke euch die Daumen. Alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.